Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Hörspiel. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Das Hörspiel dient dazu, alle Anrufe noch einmal aus der vergangenen Woche zusammenzufassen. Gewünscht wurde sich das häufig in den Kommentaren, da nicht jeder gerne das Gequatsche von mir in den Videos dazwischen haben möchte. Dem Wunsch komme ich natürlich immer wieder gerne nach und so habt ihr jeden Samstag das Hörspiel Kakerlakenparty. Das Hörspiel eignet sich wunderbar zum Nebenbeihören oder zum Einschlafen. Wer möchte, kann das Video also im Hintergrund einfach laufen lassen, denn im Video selbst passiert nichts. Wer möchte, kann mich auch gerne noch auf Social Media besuchen, auf Instagram unter callcenter-abzocke oder unter Twitter ccabzocke. Schaut auch gerne einfach auf dem YouTube-Profil vorbei, da findet ihr direkt die Links. Vergesst natürlich den Daumen nach oben nicht und den Kanal auch zu teilen. Umso bekannter der Kanal wird, umso mehr Leute können wir vor diesen Betrugsmaschen schützen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit den vielen, vielen Anrufen aus dieser Woche. Grüße dich herzlich. Rede ich mit dir, Wadi, ja? Mit wem möchten Sie reden? Ich möchte mit dem Angelo reden. Ja, Angelo Merte. Ja, natürlich. Ja, mit wem spreche ich? Buhland Heisenberg ist am Apparat. Hier Angelo. Ich melde mich von Finanzmarkt bezüglich Ihrer Interesse. Bitte? Ja. Und nun? Also, ihr Merte, haben Sie schon mal Erfahrung mit diesem Richtung? Oder, ja, Merte. Ja. Ja, haben Sie schon mal Erfahrung mit diesem Richtung oder sind Sie Empfänger? Was bin ich, Empfänger? Ja, Empfänger. Es geht um Online-Handel. Okay. Verstehen Sie mich? Ja, bisschen. Bisschen. Also, ich benötige Finanzabteilung von Europas Haupthandlungszentrum. Soll ich Sie verbinden? Soll ich Sie direkt verbinden? Ja, also, Herr Angelo. Sie haben einen Account, haben Sie ein Handelskonto auf dem Finanzmarkt. Und sollen Sie auf jeden Fall dieses Handelskonto erstmal aktivieren lassen, danach natürlich Geld investieren, dann Handelsposten zu weiteren. Ja. Und machen wir sowas. Ich bin jetzt mit dabei und helfe ich Ihnen, Ihr Handelskonto bis Ende richtig zu aktivieren, okay? Aha. Okay. Was war Ihre Interesse, Herr Angelo? Was haben Sie auf den Finanzmarkt geschaut? Keine Ahnung, ist ja nur schon 1000 Jahre her, wo ich mich angemeldet habe. Okay, machen wir sowas, Herr Angelo. Für Auszahlungs- und Einzahlungstätigen nutzen wir die gleiche Karte, ja? Mit welcher Karte möchten Sie Ihr Geld investieren? Wer nimmt denn heute noch Karten? Wenn... Das ist doch total unmodern, also mit einer Karte Geld zu bezahlen, das macht man doch schon lange nicht mehr. Dann nimmt man doch das Handy. Haben Sie keine Karte? Haben Sie keine Online-Karte? Nein, dafür nehme ich mein Telekom... Dafür nehme ich mein Telekommunikationsendgerät. Bitte? Dafür nehme ich mein Telekommunikationsendgerät. Warum? Ja, weil mit einer Karte bezahlt man doch heute nicht mehr. Wir leben im 21. Jahrhundert. Ja, und natürlich können Sie mit Ihrer Karte automatisch so einzahlen, ja? Und diese Geld, was Sie investieren möchten, automatisch mit Ihrer Karte auf den Finanzmarkt investieren lassen. Nee. Okay, machen wir sowas. Sind Sie die Möglichkeit, am Computer zu sitzen? Ja, haben jetzt sitze ich aber momentan gerade erst woanders. Dauert noch 5 Minuten. Dauert noch 5 Minuten. Okay, wissen Sie etwas über Onlinehandel? Haben Sie schon mal... Erfahrung oder gar nicht mehr? Weiß ich nicht, sowohl als auch. Also, sicher sehr ganz popularische Kryptowährung überhaupt. Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Wissen Sie, ja, damit kann man gutes Geld von Finanzmarkt verdienen können. Kann man bei Ihnen noch einen goldenen Schnaps kaufen? Golden? Einen goldenen Schnaps? Ja, natürlich. Ja? Ja, aber es kostet so viel. Mehr als 5000 Euro. Das ist ja gar nichts. Da kann ich ja 3 von kaufen.
Dann kaufen Sie einfach. Ja. Machen wir so. Möchten Sie Golden Schnaps kaufen? Nein, ja? Nicht Schnaps, den Schnatz, den goldenen Schnatz. Ach, ich dachte, dass Sie... Was? Golden Schnaps möchten Sie. Nein, nicht ja, Schnaps, Schnatz. Ja, ich habe gedacht, dass das war ein gutes Humor. Mhm. Ja, und nun? Okay, machen Sie sowas. Jetzt öffnen Sie bitte Google Chrome oder... Ja, dann muss ich erstmal einen Computer. Was für eine Browser-Boot... Ja, natürlich. Schalten Sie erstmal in Ihren Computer. So, fährt jetzt erstmal hoch. Aber die Musik, da müssen Sie mal im Hintergrund ausmachen. Okay. Versuche ich das für Sie. Einen Augenblick. Geht es besser? Nee, gar nicht. Kein Stück. Jetzt? Jetzt ist aus, ja. Hm. Jetzt keine Mixer im Hintergrund. Ja, super. Sind Sie gerade am Arbeit oder zu Hause? Nö, ich bin gerade aus dem Bett gefallen. Sie haben mir mitten in der Nacht angerufen. Okay. Jetzt ist die Musik wieder an. Sorry. Ich möchte, dass Sie die Musik ganz ausschalten. Schon weg. Nein, die ist nicht weg. Die sollen Sie bitte ganz ausschalten. Also die Musik ist schon aus. Nee, die Musik ist nicht aus. Ich kann es ja hören. Wo denn? Also? Ja, im Hintergrund. Ich bin doch nicht blöd. Verarschen Sie mich nicht. Nee, ich verarsche Sie nicht. Ich höre doch die Musik. Keine Musik mehr. Was für eine Musik hören? Ja, im Hintergrund, die Techno-Musik höre ich. Jetzt? Ich sagte, Sie sollen aufstehen und die Musik ganz abschalten, nicht an Ihrem Mikrofon rumfummeln. Nein. Gibt es noch? Gibt es noch? Ich höre Sie nicht mehr. Jetzt ist Ihr Mikrofon eigentlich quasi im Arsch gerade. Haben Sie schon mal Ihr PC auf, einfach eingeschalten? Hast du wieder schon gesehen? Macht es Spaß? Hallo? Tonight.
Hallo, alles gut? Merte, Sie haben immer noch Ihre Musik an. Wenn Sie Ihre Musik nicht ausmachen, dann höre ich Ihnen nicht zu. Warum denn? Warum denn? Ja, weil das absolut unseriös ist. Wieso ist das absolut unseriös? Musik ist immer seriös. Musik ist nicht seriös. Wieso? Ja, wir können ja weitermachen. Geht es dir gut? Ja, wir können ja weitermachen. So, was wollen wir denn jetzt machen? Ja, was wollen wir denn machen? Was sollst du machen? Ja. Du weißt, was du machen kannst. Was denn? Du kannst meine Arsch lecken. Ja? Und dann natürlich kannst du mit deinem... Mensch, da zeigst du uns aber gerade, was du für ein seriöser Arsch bist. Du bist eine sehr unseriöse Arsch. Ja, sehr seriös. Du bist nicht Angelo. Ja. Du bist einfach Schwanzgelo. Jo. Ein neuer Name für dich. Okay. Magst du mit mir reden? Ja, wenn ihr die Musik da ausmacht, dann vielleicht. Nein, wieso soll ich Musik aus... Ja, dann mache ich die Musik auch nicht aus. Okay, das sind ihre Probleme. Ja. Das ist ihre Schule. Mhm. Mach das. Okay. Ciao. Betrüger, Abzocker. Dann tschüss dich. Abzocker. Verpiss dich. Jo, bandenmäßiger Betrug. Ich wünsche dir ein großes Chance auf deinem... Ja, du bist doch eh nichts wert. Du bist doch eh bloß ein scheiß Betrüger. Also von daher... Verpiss dich. Grüß deine Mutti. Tschüss. Schwanzgelo. Schwanzgelo. Jo. 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 Hallo, sprich mit dem Herr Gerald Gabel. Gabelbieger, Entschuldigung. Gabelbieger, ja. Ja. Also, mein Name ist Robert Liefried. Ich rufe an aus Euromarke von Lein. Sie haben mich jetzt gerade zu meinem Campaign bei uns angemeldet. Ja. Jetzt ganz gerade. Stimmt? Was? Sie haben sich jetzt gerade zu der Crypto Unlocked angemeldet? Mhm. Okay, also das ist ein Campaign von uns. Also der Grund für diesen Telefonanruf ist einfach Ihnen behilflich zu sein, sicherzustellen, dass Ihr Konto richtig aktiviert wird. Ist das jetzt eine gute Zeit? Sind Sie jetzt am Rechner oder am Handy, Tablet? Ne, ich bin jetzt gerade im Badezimmer. Ah, okay, okay. Soll ich eben anrufen in so 10 Minuten, 40 Stunden? Ja, ich hab Sie doch jetzt dran. Ich trockne mich halt nur nebenbei ein bisschen ab, aber Sie können ja schon mal erzählen. Okay, was möchten Sie eben wissen? Na, von Ihrem Laden da. Also, wir sind eine Handelsplattform, okay, und ja, wir haben mehrere Werkzeuge und, ja, Also Bohrmaschine Analytico. Und Hammer und Nagelfeile. Ja, aber Sie haben den Campaign eben gesehen. Also mein Beruf ist einfach, Ihnen einen neuen Konto zu einrichten, okay, Ihnen behilflich zu sein mit dem Aktivierung von diesem Konto. Ja. Wenn Sie mehr über dem Konto wissen möchten, dann können Sie eben nachdem sich mit Ihrer Kontobearbeiter das diskutieren. Sie können natürlich mehr Informationen von uns bekommen. Tatsächlich sage ich Ihnen so, Kunden machen hier Gewinne, ja. Man verdient hier Geld. Wir sind ein Online-Finanzservice,
Serviceanbieter. Ein Serviceanbieter? Also so ein Kaffeeserviceanbieter? Ja, wo man Kryptowährungen eben handeln kann. Wir schicken alle unsere Kunden auch Signale. Es gibt auch automatische Systeme. Das können Sie gerne natürlich mit Ihrem Kontobearbeiter später besprechen. Entzückend. Wollen Sie eben schon Ihr Konto aktivieren? Können wir gleich machen, ja. Okay. Also, wie möchten Sie eben die erste Überweisung tätigen? Durch Kreditkarte oder durch eine Banküberweisung? Ja. Genau. Durch eine Banküberweisung? Nee, das andere. Durch Kreditkarte? Hm. Okay, Moment. Ihr E-Mail läutet gerald.gabelbieger@gmail.com. mdccfun.de. Das meint gerald.gabelbieger und dann? @mdccfun.de. MD? CC? Nee, C wie Cäsar. Okay, jetzt werde ich ihn wieder hören. MDP, so wie Paula? Nee, mdccfun.de. Ah, mdcc. CC und dann? FUN. FUN. .de. Entzückend. Okay. So, jetzt habe ich einen Bademantel an. Ach, es fehlt uns Ihre... es fehlt uns Ihre Adresse. Was ist damit? Also, ich habe Ihnen einfach jetzt schnell einen leeren E-Mail geschickt mit Adressenanfrage. Okay, schreiben Sie mir bitte Ihre genaue Adresse als Antwort für diesen E-Mail. Bundesland. Ja, und weiter? Nachdem, dass Sie mir es schicken, können wir eben weitermachen. Warum? Weil wir brauchen alle Ihre Daten, um Geld von Ihnen eben. Wir müssen sicherstellen, dass Sie sind, wer Sie sagen, dass Sie sind. Ja? Kann man das nicht bei Ihnen auf der Webseite machen? Ja, selbstverständlich. Der Punkt ist, dass Sie haben noch nicht einen aktiven Konto. Ja, dann machen wir das aktiv. Ja, wir aktivieren dem Konto mit einer ersten Überweisung und mit alle Ihre persönlichen Daten. Und von welchem E-Mail-Absender verschicken Sie die E-Mail? Weil es noch nichts da. Robert Liebfried. Robert@euromarket.online. Ist noch nichts da. Also Ihr E-Mail läutet gerald.gabelbieger@dimcc. Nee, MD. MD, okay, Entschuldigung. Okay, gucken Sie, ob es jetzt gleich ankommt. Ja, da Adressanfrage. Genau. Wenn Sie gerne bitte mit einfach die Adresse antworten können. Postleitzahl und Bundesland. Einfach die ganze Adresse. Ja. Ich antworte dann von der Adresse Gerold Steiner, weil ich sitze gerade an einem anderen Computer. Da schicke ich Ihnen gleich die Adresse hin und ist schon raus. Haben Sie alles schon da jetzt? Okay. Ich habe Ihnen gleich das Geburtsdatum mit dazu geschrieben, falls Sie das noch brauchen.
Okay. Meine E-Mail-Adresse, also von der ich gesendet habe, heißt gerold.steiner@mdccfun.de. Von der aus habe ich geschickt. Okay. Ja, ich habe es jetzt gekriegt. Okay. Als erstes steht mein Geburtsdatum, dann die Straße, dann die Stadt und Postleitzahl, dann das Stadtgebiet und die Telefonnummer. Okay, dann einen Moment bitte, bleiben wir hier. Ich muss es einschreiben. Jetzt ist Ihr Telefon kaputt. Nein, mein Telefon ist in Ordnung. Moment. Was dauert denn da so lange? Ja, der System, wissen Sie, mit dem Finanzbereich, ja, können Systeme manchmal dauern. Da hat einer eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Ja, das bekomme ich hier an der Seite. Ich werde später nachgucken. Moment. Jetzt ist Ihr Mikrofon wieder kaputt gewesen. Haben Sie vielleicht ein E-Mail gekriegt? Ich gehe mal gucken. Nee. Glaub nicht. Also hier ist ganz viel Spam gekommen, aber da ist wieder eine WhatsApp-Nachricht. Von wem kommt die E-Mail? Aus Kryptonova. Sie sagen, Sie haben die E-Mail noch nicht gekriegt. Moment. Ich werde nachgucken, warum. Kaputt. Ja, ist hier zum Besten. Wissen Sie, durch ein Online-Banking geht es eigentlich auch. Und normalerweise, meiste Kunden haben gerne, das so zu schaffen. Nö, da muss ich ja zur Bank laufen. Ich habe kein Online-Banking. Ah, okay. Ich zahle alles immer mit Kreditkarte. Mit einer Visa macht sich das am besten. Wie viel kostet denn das bei euch? Also, es gibt keine Kosten. Sie machen einfach eine Einzahlung für Ihr eigenes Konto. Also ist das gratis? Ja, für den Anfang an. Später, wenn Sie mehrere Beratungsmöglichkeiten vielleicht möchten. Wissen Sie, wenn unsere Kunden machen Gewinne, machen wir gleichzeitig auch Gewinne. Nicht so wie bei dem Bank. Okay. Mhm. So, ich weiß nicht, warum Sie den E-Mail nicht kriegen. Was wir doch machen können, ist, ich kann so wie trotzdem die Bankdaten schicken. Wenn Sie die Möglichkeit später oder irgendwann schon haben, dann können Sie das vielleicht durch die Bank schaffen. Okay. Und ich würde Ihnen so eine Viertelstunde wieder anrufen, um nachzugucken, weil ich muss eine technische Abteilung da nachgucken, warum Sie es nicht bekommen. Okay? Ich warte so lange am Telefon. Ah, Sie wollen an der Linie bleiben? Hm. Okay, Moment, dann bleiben Sie einen Augenblick. Also Herr Gabelbier, leider wird es heute nicht klappen von Deutschland mit Kreditkarten. Das hat man mir jetzt gerade erklärt. Es ist nicht normal, okay? Wir können es vielleicht morgen wieder noch einmal versuchen. Ich würde Ihnen trotzdem auch unsere Bankdaten schicken, wenn Sie vielleicht die Möglichkeit irgendwann später haben werden. Okay, können Sie es vielleicht von dort schaffen? Ja, aber bei Betrüger zahle ich nicht per Banküberweisung ein, da zahle ich nur mit Fake-Kreditkartendaten ein. Okay. Ich wünsche Ihnen dann alles Beste. Ja, schönen Gruß von Herrn Schwingtitte. Ja, vielen Dank. Lausebengel, ja?
Mein Name ist Daniel Stumpf, Chef von der Firma Meteor Trader. Stumpf? Sie waren eben gerade auf, ja genau. Mhm. Sie waren eben gerade auf unserer Startseite. Es geht um Ihr Handelskonto. Okay. Genau, hatten Sie schon eine Erfahrung gehabt in der Börse? Mhm. Mit was haben Sie getradet, Herr Lausenberger? Gar nichts. Haben Sie überhaupt keine Erfahrung? Doch. Doch oder nicht? Doch. Mit was haben Sie dann getradet? Gar nichts. Okay. Mit was wollen Sie reden? In der Kryptowährung oder überhaupt in Aktien? Ja, mal gucken. Okay, gut. So, was sich so anbietet. Mit welcher Summe wollten Sie anfangen? 250.000. 250.000? Hm? 250.000 geht es nicht. Ich meine, bei mir geht es nicht, aber danach, wenn Sie einen Finanzberater bekommen, Sie können mit ihm dann 250.000 anfangen. Ach so. Das heißt, Sie können mit 500 Ihr Handelskonto aktivieren und dann können Sie natürlich mehr investieren. Das ist ja umständlich. Wie bitte? Ich sagte, das ist ja umständlich. Was für eine Zahlungsmethode besitzen Sie? Ausschließlich nur Kreditkarten. Ah, super. Ganz kurz, ich speichere mir Ihre Nummer. Haben Sie eine WhatsApp auf dieser Nummer? Nee, das ist eine Festnetznummer. Ah, okay. Haben Sie eine WhatsApp-Nummer? Nein, das gebe ich nicht raus. Okay, weil, kann ich dann per E-Mail schicken? Den Link? Was für ein Link? Damit Sie das Geld auf Ihr Handelskonto sozusagen überweisen. Ach so. Ja, können Sie machen, ja. Und dann? Dann natürlich wird sich der Finanzberater sich melden und dann werden Sie mit ihm arbeiten, eine Strategie ausbreiten. Aha. Und haben Sie da auch was mit Hebel und so? Wie bitte? Haben Sie da auch ein paar Hebel? Wie, was meinen Sie, was ist das? Ja, auf der Börse braucht man doch einen guten Hebel. Ach so, ja, das auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, der Finanzberater hat ja sozusagen Erfahrung und der wird ja mit Ihnen arbeiten. Ja. Wenn Sie einen Gewinn machen, natürlich, dann bekommt er auch seinen Gewinn. Ja. Deswegen. Und dann? Dann nimmt er ja nur 10%. Ja. Genau. Kann ich per E-Mail schicken, den Link, oder wie? Wie machen wir es? Ja, ja, den können Sie rausschicken. Okay. Ganz kurz dann. Bleiben Sie kurz dran. Mhm. Wollten Sie, ja? Nee, 250. Ach so, 250. Weil Sie ja davor gesagt haben, mit 250.000 wollen Sie. Naja, genau. Ja, ich meine, die Anfangssumme mit 250 Euro, ja. Keine 1.000. Ja, aber das haben, nee, das haben aber Sie gesagt. Ich habe ja gesagt 250.000. Ja, genau, mit 250.000 können Sie, 250.000 können Sie beim Finanzberater. Bei mir können Sie einsteigen, mit 250 oder mit 500 Euro. Mhm. Genau. Wir machen es mit 250, genau? Ist mir egal. Mit 500 oder 250. Ja, ist mir egal. Machen Sie dann mal voll. Ganz kurz dann. Was machen Sie beruflich? Beruflich mache? Ja. Ich bin Fischstäbchenformer. Was sind Sie? Fischstäbchenformer. Ah, okay. Und Fischstäbchenformer verdient so viel Geld, oder wie? Ja, mir gehört der Laden. Ah, super. Aber ich habe mir gefragt, was ich beruflich mache, und das ist ja meine Ausbildung. Fischstäbchenformer. Mhm. Okay. So, ich schicke Ihnen jetzt einen Link per E-Mail. Ja. Der Link, die E-Mail lautet ja ganz kurz, die ist ganz groß, gustav.lausenbengel@googlemail.com, oder? Ja, Lausenbengel, nicht Lausenbengel. Lausenbengel. Lausenbengel, nicht Lausenbengel. Lausenbengel. Sorry, tut mir leid nochmal. Ja.
So, hab jetzt einen Link Ihnen geschickt, per E-Mail. Ja. Gucken Sie in den Spam-Ordner oder, mein Name ist nochmal Daniel Stumpf. Ja, was ist das für eine E-Mail? Das ist eine E-Mail, das ist ein Link. Da sehen Sie dann, sozusagen, da wo Sie Ihre so Bankdaten eingeben sollen. Und dann, wird das Geld überwiesen auf Ihr Bank, auf Ihr Handelskonto sozusagen. Aber wieso die Bankdaten? Sie werden es alles dort sehen. Ich dachte Kreditkartendaten. Ja, ja, Sie werden es gleich sozusagen sehen auf der auf den Link, was Sie draufdrücken. Ja, wann kommt der denn? Ich hab's Ihnen geschickt. Gucken Sie in meinen Spam-Ordner. Moment. Haben Sie was bekommen? Nee, ist noch nichts da. Okay, bei mir steht diese E-Mail, was Sie haben, die ist ungültig. Nee. Deswegen. Können Sie nochmal die E-Mail sagen? Na, die haben Sie doch da stehen, haben Sie doch richtig vorgelesen. Aber das zeigt mir irgendwie einen Fehler an. Warum? Müssen Sie doch bloß rauskopieren, oder nicht? Wie bitte? Müssen Sie doch bloß rauskopieren. Ja, das zeigt mir an, diese E-Mail-Adresse existiert nicht. Was steht da? Diese E-Mail-Adresse existiert nicht. Steht das so da? Ja. Ja, aber das ist dann falsch. Ich schicke ihn nochmal, ich versuch's nochmal. Mhm. Wie gesagt, wenn Sie ein WhatsApp haben, dann kann ich per WhatsApp ihn schicken. Nee, das machen wir nicht über WhatsApp. Da macht man doch keine Bankgeschäfte. Über WhatsApp mache ich nur meine Drogengeschäfte. Nee, das geht nicht. Leider. Warum? Ja, das zeigt mir selber an, diese E-Mail existiert nicht. Ist aber schlecht. Ja. Und nun? Ja, haben Sie keine andere noch Möglichkeit, dass ich Sie irgendwie anschreiben kann? Wozu braucht man das? Wie bitte? Wozu brauchen wir das? Wie, wozu brauchen wir das? Na, das mit der E-Mail. Geht man da nicht auf eine Webseite und macht das denn da? Ja, ich sag Ihnen doch, ich schicke Ihnen einen Link, damit Sie draufgehen können. Ja, aber Sie können mir doch auch die Webseite sagen, oder? Die Webseite kann ich Ihnen nicht sagen, weil das ist eine sozusagen Rechnung. Und das ist nur einmalig sozusagen. Aha, aber bevor man eine Rechnung bekommt, geht man dann nicht erstmal auf die Webseite und guckt sich das Produkt an? Sie haben es doch angeguckt, oder? War ja bloß Werbung. Sie haben ja selber angeschaut, wie es ist und so. Und unsere Startseite heißt Meteor Trade. Sie können draufgehen. Sie können durch Meteor Trade auf unsere Startseite das durchführen. Ja. Ich meine, das wird ein bisschen länger natürlich. Da müssen Sie Ihre Kontaktdaten reinschreiben. Ja, dann machen wir das so. Ja, dann schreiben Sie mal Meteor Trade rein. Dann buchstabieren Sie mal. M-E. Ja. T. Ja. E. O. R. T. R. A. N. D. E. Punkt. Pro. T. R. O. Da steht, die Webseite konnte nicht gefunden werden. Bitte überprüfen Sie die Schreibweise. Meteor Trade. Dann buchstabieren Sie mal, richtig. Ein M wie Maulkorb. Und dann? Ein M? Ja. Ein E? Ein E wie, Esel. Esel, ja. Ein T wie Theodor? Theodor Fall, ja. Ein E wie ein Esel wieder? Ja. Ein O? Ja. Wie? Ein R. Was für ein O? Ein R. Was denn für ein O? Ein O, einfach ein O. Also wie Ulrich? Ja. Okay, ja? Ein R. Was? Ein R, wie Richard. Ach so, ja, ja. Ein T, Theodor. Theodor Fall. Genau. Ha? Ein R, Richard. Ja. Ein A, Alfred. Ja. Ein D. Bei Ihnen hat's geklingelt. Ja. Gehen Sie ruhig erstmal zur Tür, ich warte. Nee, ich bin ja nicht zu Hause. Ach so. Ich bin auch auf der Arbeit. Ja, dann gehen Sie da zur Tür in Ruhe.
Das war keine Tür. Aber es hat doch geklingelt. Ja. Schreiben Sie jetzt weiter, oder? Ja. Wo sind Sie jetzt? TV Theodor Fall. Trade. Haben Sie reingeschrieben? Nee. Was haben Sie jetzt reingeschrieben? Das letzte war ein TV Theodor Fall. Dann ein R. Ein wie was? R. Ein E. R. Also, Richard. Also E, R. Ja. Ja? Ein A. Alfred. Ja? Ein D. Ja? Ein E. H. Punkt. Also ein Pro. P. Ja. Punkt Pro. P-R-O. Also, wie jetzt? Ein Punkt danach, ein da und dann Pro. Ach so, ja. Hab ich. Haben Sie es gefunden? Ja, geht. Was sehen Sie jetzt? Na, so eine Seite. Wie heißt die Seite? Nur so, wie Sie gesagt haben. Ja, lesen Sie mal vor. Hä? Warum? Wissen Sie Ihren eigenen Namen nicht, wie man den liest, oder was? Ja, ich will ja wissen, wo Sie draufgegangen sind. Na, auf das, was Sie mir da gerade gesagt haben. Ja, lesen Sie mal vor auf der Seite, was da steht. Sind wir jetzt hier im Kindergarten, oder was? Nein, ich will nur wissen, wo Sie drauf sind. Na, auf Ihrer Seite. Habe ich Ihnen doch jetzt gesagt, mehrfach. Was sehen Sie jetzt rechts da? Sie müssen jetzt den Land wechseln. Ah ja, hier, Deutschland. Ja? Genau. Jetzt müssen Sie sich sozusagen registrieren. Ich dachte, ich bin schon registriert. Nein, Sie sind noch nicht registriert. Aber ich dachte, ich habe ein Konto, was noch nicht aktiv ist. Da muss ja schon was registriert sein. Sie müssen ja Ihr Handelskonto aktivieren. Was? Sie müssen ja Ihr Handelskonto aktivieren erstmal. Ja, wenn ich es aktivieren muss, ist ja schon eins da, oder nicht? Jetzt sagen Sie mir gerade, es ist noch gar kein Konto da. Ja, Sie haben ja auch kein Konto noch da. Na, aber wie kann ich denn mein Konto aktivieren, wenn es noch gar nicht da ist? Ja, wir müssen sozusagen Sie registrieren. Sie müssen sich sozusagen anmelden. Nee, das klingt definitiv nach Betrug, was Sie da gerade machen. Was für Betrug? Ja, was Sie da gerade machen. Sie erzählen, ich habe ein Handelskonto und ich muss es nur noch aktivieren und auf einmal habe ich nicht mal ein Login. Das ist ja Betrug. Ja, Sie werden das, gucken Sie, Sie werden es ja doch einmalig machen und dann werden Sie es wieder, dieses einmalige Passwort auf sich ändern. Ja, machen Sie gerne bandenmäßigen Betrug. Was für Betrug? Mit einer kleinen Kaltakquise so am Anfang. Ich rede da mit Ihnen schon 16 Minuten und dann sagen Sie mir nach Betrug? Ja. Was labern Sie überhaupt? Na, gucke, jetzt verrätst du dich so langsam mit deiner Aussprache. Das ist nicht seriös, nein, aber, wo du herkommst. Ja, aber Sie sind unseriös. Sie werden da ganz Zeit, will ich Ihnen helfen? Sie werden da, keine Ahnung, irgendwie komische Fragen stellen mehr. Na, ist das komisch, wenn man fragt, wo man sein Geld hinschmeißt? Ja, deswegen habe ich auch Ihnen gesagt, man darf dann also nicht fragen, wo man da... Und Sie bekommen dann ein Handelskonto aktiviert. Ja, so arbeiten nur Betrüger. Und dann sagen Sie zu mir, das ist unseriös und wir sind, keine Ahnung. Ja, ich sage, ihr seid kriminell. Ja, dann schönen Tag noch wünsche ich Ihnen. Ja, das wünsche ich Kriminellen nicht. Tja? Hallo, mein Name ist Michael, spreche ich mit der Gunther Tellerrand? Ja. Ja, wie gesagt, ich heiße Michael, ich bin ein Kundenberater der Investmentfirma, also das ist eine Trading-Plattform. Freut mich, dich kennenzulernen, Bruce. Wie bitte? Freut mich, dich kennenzulernen, Bruce. Vielen, vielen Dank, ebenfalls. Okay, haben Sie, ich wollte Sie fragen, ob Sie Ihre Angaben hinterlassen haben bei uns auf der Webseite, nämlich Ihren Namen und Ihre Nummer. Ja. Haben Sie das gemacht? Ja, wer denn sonst? Okay, perfekt. Dann sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrungen im Handeln, im Traden? Nee. Nein. Aber wollen Sie haben? Ja. Perfekt. Okay, denn wir sind eine Plattform für Ansteiger, für Anfänger. Das bedeutet, dass wir bieten eine vielfältige, eine breite Palette von Services für Anfänger. Nämlich, was wir machen können, ist erstens, jedem Kunde
bei uns wird ein kostenlos, es ist alles kostenlos, Sie müssen dafür nichts bezahlen. Es wird Ihnen ein Finanzberater oder auch Finanzanalytiker oder der sogenannte Broker zugewiesen. Und was kann er machen? Was macht er? Erstens, er kann Ihnen das Trading, das Handeln beibringen. Er wird Ihnen erzählen, was er macht, warum er macht, woran er verdient und so weiter und so fort. Er wird Ihnen sogar alle Nachrichten aus der Finanzwelt mitteilen. Und zweitens, seine wichtigste Funktion ist, dass er Ihnen das Geld verdienen wird. Seine Rendite im letzten Monat waren kurz über 40%. Das gleiche erwarten wir in diesem Monat und im nächsten auch, weil nach den ganzen Ferien, nach den Feiertagen, Silvester, Weihnachten und so weiter und so fort, wenn man sehr viel Geld ausgab, dadurch sind extrem große Schwankungen auf dem Aktienmarkt entstanden und wir wollen jetzt daran verdienen. Zweitens, was wir haben, das ist so ein Roboter, ja, das ist so ein automatisiertes Handelssystem, das funktioniert von sich selbst, von alleine. Das können Sie einfach beim Einloggen aktivieren und es so bleiben lassen, weil alles, was Sie nach dem brauchen, ist quasi einmal täglich Ihren immer wieder zunehmenden Kontozustand überwachen. Mehr nicht. Gut, woran möchten Sie handeln? Eher so Aktien, Kryptowährungen oder Rohstoffenmarkt? Ich habe gehört, man kann in China Wasser kaufen. Noch einmal? Ich habe gehört, in China kann man Wasser kaufen. In China, was kann man? Wasser kaufen. Ja, das kann man. Das kann Mach man. Mal. Okay, also, was Sie jetzt machen können, ist bei uns ein Konto aufmachen. Es ist auch kostenlos. Was kostet denn da so der Liter? Wie bitte? Was kostet denn da der Liter gerade? Das kostet 250 Euro, aber Aha. Das heißt nicht, Sie haben etwas bezahlt, also weil pro das Liter. Geld bleibt Ihr Geld. Und das ist dann pro Liter, oder wie? Ich habe Sie gerade nicht verstanden. Na, was kostet denn der Liter Wasser? Ja, das ist nicht 1 Euro wahrscheinlich. So billig. Okay, was kostet denn bei Ihnen? Das kommt drauf an, aber so 1,29 sind wir hier schon. Okay. Also, was Sie bei uns, was Sie jetzt machen können, ist... Zu meistens. Was Sie jetzt bei uns machen können, ist einfach ein Konto aufmachen, wie ein Bankkonto. Sie können, der Mindestbetrag ist 250 Euro. Das Geld bleibt aber Ihr Guthaben sein. Das bedeutet, das Geld, auch diese 250 Euro, das können Sie jederzeit abheben in 15 Minuten, in 30 Minuten, im nächsten Jahr, im nächsten Monat, weiß ich, ja, das können Sie jederzeit machen. Das ist auch bezüglich des Gewinnes. Also haben Sie 100 Euro verdient, dann können Sie das Geld gleich auch abheben, wenn Sie es brauchen. Mhm. So, und Sie werden noch eine Garantieerklärung bekommen oder schreiben, das ist so ein Vertrag, und der lautet, dass Ihr Geld kann einfach nicht so verloren gehen. Das bedeutet, wenn damit der Finanzberater, dieser Finanzanalytiker oder dieser Roboter handelt und es verliert, dann folgt von uns Ihnen die komplette Erstattung des Geldes. Also die 250 Euro würden Sie dann, das heißt, das würden Sie zurückbekommen. Mhm. Gut. Okay, möchten Sie vielleicht bei uns ein Konto aufmachen? Ja. Okay, haben Sie eine Visa- oder Mastercard-Karte? Ja. Okay, dann haben Sie WhatsApp auf dieser Nummer? Nein. Sind Sie vom Computer? Ja. Okay, dann ich kann Ihnen per E-Mail einen Link schicken. Ich sehe hier aufgang@tellerrand.com. Hm. Ist das Ihre E-Mail-Adresse? Ja. Okay, dann werde ich jetzt hier gleich einen Link schicken. Hm. Den müssen Sie einklicken und da geben Sie Ihre Kartendaten ein, also machen die Überweisung und das war's. Dann werden Sie gleich ein Konto erhalten und werden mit einem Finanzberater kontaktieren, sofort. Ist es Ihnen angenehm, wenn Sie es heute starten? Hm. Was macht ihr denn Schönes mit dem Geld? Noch einmal. Was macht ihr denn Schönes mit dem Geld? Wir legen das Geld an, zum Beispiel kennen Sie, wissen Sie, was Hasbro ist? Hasbro-Unternehmen? Drogen? Hasbro, das ist, also, haben Sie Kinder? Nee. Okay, also Hasbro-Unternehmen, das ist ein Unternehmen, der produziert Kinderspielzeuge. Ein amerikanisches Unternehmen.
Und wir haben im letzten Monat sehr viel Geld daran verdient, dass wir es noch im Sommer die Aktien gekauft haben und im Dezember es verkauft. Nee, aber sowas möchte ich auf keinen Fall unterstützen. Warum nicht? Das klingt nicht gut. Ich stecke doch mein Geld nicht ins Spielzeug. Das sind die Aktien von einem Spielzeugunternehmen. Ja, Aktien. Aber sowas kann ich nicht unterstützen. Okay, dann haben Sie auch Kryptowährungen. Ja. Haben Sie was von Shiba Coin gehört? Habt ihr auch irgendwas Illegales da? Nein, auf gar keinen Fall. Schade. Ich wollte unbedingt mal was Illegales kaufen. Das ist eine ganz normale, das ist die deutsche Börse. Mir nicht. Aber es ist schon komisch, dass ihr da nichts Illegales habt. Warum? Ja, ich meine, wenn hier sonst die Betrüger anrufen, die haben wenigstens irgendeinen anderen Stoff. Okay, meinen Sie, wir sind Betrüger? Nee, ich weiß das. Woher denn? Ja, ich habe mich ja bei so einer Betrugswerbung eingetragen und dann hat jemand angerufen. Also, du da. Das machen die Betrüger immer und die Betrüger haben auch alles gleiche Skript. Und, naja, dann landen die Betrüger alle komischerweise jedes Mal auf YouTube. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber das rutscht einfach so ins Internet. Okay, warum haben Sie einfach dann die Zeit, also, warum haben Sie Ihre Angaben hinterlassen? Damit ich den Betrügern so viel Zeit wie möglich stehlen kann, um daraus dann Comedy auf YouTube zu machen. Und etwas Aufklärung. Nebenbei. Okay, ich habe Sie verstanden. Sie denken, wir sind Betrüger? Nein, ich weiß, ihr seid Betrüger. Okay, also möchten Sie kein Konto aufmachen? Doch, natürlich. Okay, ich habe Sie verstanden. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch alles Gute und bleiben Sie einfach gesund. Das ist das Wichtigste im Moment. Ja, also ich würde mir schon wünschen, dass Sie nicht gesund bleiben bei dem Job, den Sie machen. Du hast nur dein Mikrofon gestummt, aber nicht aufgelegt. Oh Mann, seid ihr Klopse. Hallo, Kloppi, dein Telefon läuft noch. Es ruft schon wieder der nächste Betrüger bei mir an. Kuckuck. Dein Mikrofon ist wieder an. Ich kann die Hintergrundgeräusche hören. Guten Tag. Hallo, mein Name ist Firma Meteor Trade. Grüß Sie. Aha. Ich sehe gerade, Sie versuchen eine Einzahlung zu tätigen über 500 Euro. Sie hatten, glaube ich, auch schon mit meinem Kollegen gesprochen. Kann das sein? Mit Herrn Daniel Stumpf? Ja, so ein stumpfer Typ hat schon angerufen, ja. Okay, ja, verzeihen Sie, er ist neu bei uns. dementsprechend leider aktuell noch nicht geduldig. Aha. Genau, also Sie möchten über unsere Seite mit Mastercard, ne, bezahlen, ist das richtig? Weiß ich nicht, da haben wir nicht drüber gesprochen. Ich kann Sie ganz schlecht verstehen. Ich sagte, weiß ich nicht, da haben wir nicht drüber gesprochen. Weil bei uns über die Seite geht nur die Mastercard. Warum? Wir sind, bei uns sind die Systeme überlastet seit Weihnachten, nachdem wir einen großen Ansturm an Kunden hatten. Den Fehler sind die Kollegen gerade haben beheben. Aktuell funktioniert nur Mastercard, die aber auch nur wahlweise. Also. Wie bitte? Das tut mir leid. Das muss Ihnen nicht leid tun. Hauptsache, dass wir zu einem gewünschten Resultat kommen. Der Rest ist alles nicht so wichtig. Ich schaue gerade einer. Sie haben aber... mit was für einer Zahlmethode haben Sie denn gerade bezahlt? Mit der Visa-Karte. Mit der Visa-Karte? Achso, okay. Nee, das wird nicht funktionieren bei uns. So, für eine Visa-Karte, da kann ich Ihnen eine andere Zahlungsmethode geben, wenn Sie möchten. Ich dachte, das sind ist kaputt. Sie am Computer? Wie bitte? Ich dachte, das ist kaputt. Ja, aber es gibt ja verschiedene Seiten, über die man zahlen kann. Also unsere Hauptseite ist unsere Hauptseite, aber Mittel und Wege gibt es, wo man rüber bezahlen kann. Weil alles, was Sie brauchen, ist ja Ihre Wallet-Nummer. Das ist eine virtuelle Geldbeutelnummer, die zu Ihrer Kundenkartei hinzugeordnet ist. Die wird automatisch erstellt, sobald Ihre Kundenkartei erstellt wird. Also die kann ich Ihnen einmal zukommen lassen, gemeinsam mit der Seite. Und da begleite ich Sie gerne einmal durch, dass wir das einmal gemeinsam gerne lösen. Wie ist das? Ja. Hallo? Hallo. Können Sie mich hören? Ja, ne, oder?
Ja, Test, Test, okay. 1, 2. Hören Sie mich? Ja, ja, ich höre Sie. Also, möchten Sie per E-Mail einen Zahlungsklick bekommen von mir oder wie ist das? Also muss ich dann mit E-Mail bezahlen? Sie müssen ein was? Muss ich dann mit E-Mail bezahlen? Mit einer E-Mail kann man ja nicht bezahlen. Doch, bei PayPal. Ja, bei PayPal, aber bei uns, wir nehmen kein PayPal. So. Soll ich Ihnen eine E-Mail fertig machen? Wen wollen Sie fertig machen? Ob ich Ihnen eine E-Mail fertig machen soll? Ja, das wäre nett. Okay, alles klar. Ich begleite Sie dann gerne einmal durch, weil damit es keine Schwierigkeiten gibt. So, ganz kleinen Moment. Wann sind Sie denn da? Wie bitte? Wann sind Sie denn da? Wie, wann bin ich denn da? Na, Sie haben doch gesagt, Sie möchten mich begleiten. Ja, das mache ich gerade. Ich dachte, Sie kommen daher. Nee, das wird nicht gehen. So, einen kleinen Moment, ich suche mir hier gerade meine Seite raus. Die hatte ich gerade eben offen. So, einmal kopieren und einfügen. Sagen Sie, ich habe hier die E-Mail-Adresse gustav.lausebengel@googlemail.com. Das ist Ihre korrekte E-Mail-Adresse? Nee, das habe ich aber auch dem stumpfen Typen schon gesagt. Okay, ja, aber ich habe das in Ihrer Kundenkartei. Ich weiß nicht, über was Sie genau mit Herrn Stumpf gesprochen haben. Na, der wollte meine E-Mail-Adresse ändern, aber irgendwie hat er das nicht gemacht. Ja, das ist nicht schlimm, dann mache ich das gerne für Sie. Wie ist denn Ihre E-Mail-Adresse? Also der Vorname und Nachname, das ist soweit alles richtig, aber nach dem @-Zeichen kommt was anderes. So, Lausebengel, dann das @-Zeichen und dann kommt was? M. Ja. Dann ein D. Mhm. Dann ein C. Ja. Dann noch ein C. Mhm. Dann ein F. Mhm. Ein U. Mhm. Und ein N. Okay. .de oder .com? Ach ja, .de. Habe ich vergessen. Ist nicht schlimm. So, alles klar. Also ich habe Ihnen eine E-Mail geschickt. Schauen Sie gerne einmal nach. Ich log mich mal ein. Wie meinen Sie? Na, ich log mich da mal ein. Sie loggen sich wo ein? Na, bei E-Mail. Haben Sie denn meine E-Mail bekommen? Na, muss ich mich doch erstmal einmelden. Nein, das ist nicht ganz korrekt. Da sollte in der E-Mail eigentlich ein Link sein und eine E-Mail-Wallet-Adresse, beziehungsweise eine Internet-Wallet-Adresse. Haben Sie die rauskopiert? Nein. Dann machen Sie das gerne, bitte. Ja, ich muss mich ja erstmal einmelden. Das ist nicht notwendig. Auf der Seite füllen Sie dann erstmal... Na, aber dann komme ich doch da gar nicht rein in meine E-Mail. Warum kommen Sie in Ihre E-Mail nicht rein? Na, wenn ich mich nicht einmelden darf auf meinem E-Mail. Warum dürfen Sie sich nicht... Ach so, Sie meinen, Sie wollten sich bei Ihnen in den E-Mails einloggen? Ja. Ja, dann machen Sie das gerne. Herr Lausebengel, wenn es für Sie in Ordnung ist, würde ich mich noch mal in einer halben Stunde ungefähr bei Ihnen melden. Ich habe jetzt nämlich in 2 Minuten einen Kundentermin. Nee. Probieren Sie gerne einmal eigenständig, ob Sie soweit zurechtkommen. Ansonsten bin ich in einer halben Stunde wieder für Sie da, ja? Nein. Tut mir leid, ich hatte, wie gesagt, einen Kundentermin, der von mir vereinbart wurde. Warum rufen Sie mich denn an, wenn Sie einen Termin haben? Naja, ich wollte Ihnen ja nur mit der Zahlung behilflich sein. Naja, und dann wollen Sie auf einmal weggehen, obwohl Sie mir helfen wollen. Weil das alles ziemlich gut verständlich ist, was Sie in der E-Mail zu finden sind. Aber ich und in einer halben Stunde, wenn Sie nicht weiterkommen, bin ich für Sie gerne wieder da. Nein. Alternativ sage ich gerne Herrn Stumpf Bescheid, dass er sich nochmal bei Ihnen melden soll. Nee, mit dem stumpfen Typen will ich nicht mehr reden. Okay, dann rufe ich Sie in einer halben Stunde nochmal an. Nee, aber vorerst muss ich nicht auflegen. Tut mir leid, ich habe Sie ja vom Herrn Stumpf sozusagen einmal übernommen. Meine Kunden haben bei mir aktuell Priorität.
dadurch, dass es ein vereinbarter Termin war. Nein, Sie meinen nicht Ihre Kunden, Sie meinen Ihre Opfer. Nein, ich meine meine Kunden. Nein, Sie meinen Ihre Opfer. Meine Kunden. Nein, Ihre Opfer. Wie Sie möchten. Alles Gute für Sie. Ja, wiederhören. Für Sie nicht, Scheißbetrüger. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Ricardo Exquisite? Exquisite, ja. Genau, also mein Name ist Pauline Arena, ich bin Account Manager von Gobo Financial Markets. Sie haben sich auf unsere Trading-Plattform registriert. Habe ich recht? Hm. Darf ich fragen, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Also in diesem Segment? Nee. Haben Sie keine Zeit jetzt zum Sprechen? Doch. Okay. Also Sie bekommen, also direkt nach der Aktivierung Ihres Handelskontos, bekommen Sie einen kostenlosen Finanzberater von uns. Und dann werden Sie erstmal eine Strategie entwickeln nach Ihrer Erfahrung und Ihren Erwartungen, ne? Haben und danach wird der Broker. Bitte? Haben Sie auch einen Zahlungspflichtigen? Zahlungspflichtigen? Ja. Nein, haben wir nicht. Also müssen Sie, Sie haben bei uns ein Handelskonto eröffnet, aber wenn Sie nicht möchten, es ist kein Problem, Sie möchten ja einfach sagen, nein, ich habe kein Interesse und wir werden dann das Konto einfach löschen. Nee. Hallo? Ja, hallo. Also ich glaube, es ist ein bisschen ungünstig für Sie, ne, jetzt zu sprechen oder wie? Also ich höre daneben so komische Geräusche. Nein, ich muss gerade meinen Herzschrittmacher austauschen. Ach so, okay. Aber ist nicht schlimm. Darf ich fragen, also welche Ziele möchten Sie, also was möchten Sie an der Börse erreichen? Ganz viel Knete. Bitte? Knete. Money. Moneten. Nochmal bitte. Ja, Moneten. Moneten? Hm? Also Sie möchten ein Einkommen aufbauen, ne? Damit. Ja. Genau, okay. Und Sie haben keine Erfahrung in diesem Bereich. Wie gesagt, ja, es gibt die Möglichkeit, entweder mit einem Finanzberater zu traden oder mit einem Trading Board. Ja. Was wäre für Sie interessanter? Was ist denn besser? Also, wenn Sie keine Erfahrung haben, würde ich Ihnen lieber einen Finanzberater empfehlen. Weil bei dem Roboter muss man auch die Einstellungen für sich machen können. Ne? Also man muss die Parameter einsetzen und dafür braucht man ein bisschen mehr Verständnis und ein bisschen mehr so Erfahrung, Kenntnisse und so weiter. Und dann ist doch das nicht automatisch, wenn man da selber was eintragen muss. Nee, doch, das ist automatisch. Der tradet für Sie automatisch, natürlich, aber Sie müssen ja erstmal die Parameter eingeben, also was Sie davon erwarten, den Ohre auch setzen und so weiter und so fort. Das müssen Sie auch machen können und machen, weil okay. Jeder Kunde ist unterschiedlich und man soll eigene Strategie haben. Ja. Genau. Haben Sie ansonsten irgendwelche Fragen? Ja, was, ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ne, es gibt die Möglichkeit, mit einem Trading-Board zusammen zu traden und mit einem Finanzberater. Der Finanzberater wird Ihnen auch regelmäßig Werte empfehlen, in welche Sie investieren sollen. Ne? Wird auch aktuelle Nachrichten und Prognosen mitteilen. Und für Sie heißt es, dass Sie nicht brauchen werden, dann rund um die Uhr vor dem PC zu sitzen und selbst den Finanzmarkt zu beobachten. Kann man das heißt, sich den damit auch sparen aussuchen? Sie viel Zeit. Bitte? Kann man sich den auch aussuchen? Den Finanzberater? Ja. Also mit welchem Finanzberater möchten Sie denn zusammenarbeiten? Ja, kann man sich das aussuchen? Nein, sagen Sie mir, mit wem Sie möchten arbeiten, also was wichtig für Sie ist. Na, die Optik muss passen. Optik? Ja. Also meinen Sie Aussehen von dem Finanzberater oder was? Ja. Wieso ist es wichtig? Naja, weil wenn ich da so einen Lauselümmel hab, den will ich ja nicht. Ich will ja einen vernünftigen. Ja, aber von Aussehen kann man nicht sagen, ne? Ob der Finanzberater gut ist oder schlecht. Nee, bei der Sparkasse haben die auch so Profilfotos.
ich glaube, da haben sie dann Probleme mit dem Kopf, ne? Also wenn sie so denken, ich weiß nicht, mit wem ich gerade so spreche, aber sie klingen voll unseriös und voll dumm an. Oh, das ist aber nett von Ihnen. Da zeigen Sie ja gleich am Anfang, dass Sie Betrüger sind. Genau, ja. Ja. Sie können dann gerne auch unsere Gespräche aufzeichnen und direkt in YouTube hochladen, okay? Ja, okay, das mache ich dann. Alles klar. Gut. Alles klar, also wünsche ich Ihnen nicht alles Gute, ne? Ja, das wünsche ich ja Betrügern auch nicht. Spreche ich mit Rudolf Steiner. Hm. Mein Name ist Martha Rich und ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung für das Online-Handeln. Martha Rich? Ja. Okay. Okay, Herr Steiner, Sie haben Interesse gezeigt, Online-Handel an der Börse anzuwenden, ja? Richtig? Ja. Herr Steiner, es geht um Online-Handel mit Kryptowährung. Okay. Herr Steiner, haben Sie schon irgendwelche Erfahrungen in diesem Bereich oder das ist ganz neu für Sie? Ganz neu. Okay, Sie haben nie mit Krypto und Aktien gehandelt, richtig? Ich glaube nicht. Okay. Herr Steiner, das ist gar kein Problem. Meine Aufgabe ist es, Ihnen dabei helfen, Ihre Handelskonto richtig zu aktivieren. Ich bin Ihre Kontoberaterin, ja? Mhm. Herr Steiner, wenn Sie Konto aktivieren, Sie bekommen von unserer Seite große Unterstützung, ja? Automatisches Handelssystem, Robotersystem und es bedeutet, dass Sie bei uns nicht allein handeln werden, sondern dieses System handelt für Sie, ja? Kauf und Verkauf eigenständig. Und sobald Sie Ihr Konto aktivieren, Sie werden zu Ihrem Expert, eigenen Finanzberater, zuzuweisen, ja? Obwohl alles automatisch läuft am Anfang, Expert wird für Sie alles einrichten und mal erklären, ja, wie es läuft und wie es funktioniert. Mhm. Und helfen und zeigen Ihnen, wie Sie Gewinne erzielen können und für Sie, Expert wird für Sie Geldmanagementstrategie erstellt, ja? Herr Steiner, wir haben, vielleicht wissen Sie das, ich habe drei verschiedene Kontotypen. Erste ist 250 Euro, zweite ist 500 und dritte ist 1000 Euro, ja? Wenn Sie gar keine Erfahrung in diesem Bereich haben, am Anfang, ich empfehle Ihnen mit Mindestbestandskapital beginnen. Aber natürlich, das ist Ihre Entscheidung, ja? Womit möchten Sie Ihre Handelskonto aktivieren? Toll. Okay, Herr Steiner, mit Mindestbestandskapital mit 250 Euro können Sie monatliche Profite bekommen von 10 bis 20 Steiner. Und unser Interesse ist, dass Sie so viel Geld verdienen, denn wir werden aus Ihren Gewinnen bezahlt. Wir bekommen von 2-3% von Ihrem Gewinnen. Deswegen, das ist unser gemeinsames Interesse. Sie profitieren und wir profitieren auch. Ihr Erfolg bestimmt unser Erfolg. Okay, Herr Steiner, sagen Sie mir bitte, was ist Ihre gewünschte Summe? Womit möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Weiß ich nicht. Bitte? Weiß ich nicht. Okay, was ist Ihre gewünschte Summe? Was ich mir wünsche. Ja, was ist Ihre gewünschte Summe, ja? Sie haben bei uns Interesse gezeigt, ja, Online-Handel anzufangen, ja? Deswegen, Sie sollen das schon wissen. Womit möchten Sie Ihre Handelskonto aktivieren? Okay. Ja, und wir haben, ja, 250 Euro, 500 und 1000 und dritte ist 1000 Euro, ja? Wenn Sie Konto aktivieren, Sie bekommen dieses Geld auf Ihrem Handelskonto. Das ist wieder Ihr eigenes Geld und Sie haben Kontrolle über Ihr Geld, ja? Nach der Kontoaktivierung, ich werde Sie per E-Mail Zugangsdaten schicken. Wo können Sie reinloggen und Ihre Geld finden, ja, auf Ihrem Handelskonto. Muss ich denn suchen? Bitte? Muss ich das suchen? Ich habe nicht verstanden. Was meinen Sie? Ja, muss ich das suchen? Sie sagten, ich muss das finden. Ja, natürlich. Natürlich. Unsere Website heißt Inertia Finance, ja. Wo haben Sie ein Konto, aber Ihr Konto ist noch nicht aktiv, ja. Wenn Sie Konto aktivieren, Sie werden dieses Geld auf Ihrem Handelskonto, ja? Und ich werde Sie per E-Mail Zugangsdaten schicken, ja? Und Website-Link, Benutzername und einmaliges Passwort, ja? Ja. Alles klar? Ja. Okay. Ja. Herr Steiner, haben Sie schon entschieden? Ja. Was ist Ihre gewünschte Summe?
Muss ich das jetzt entscheiden? Herr Steiner, ja? Ja. Sie haben gerade auf unserer Website registriert, ja? Wenn Sie bei uns Kunden registrieren, ja? Es bedeutet, dass diese Kunden möchten bei uns Handelsprozess anfangen. Sofort, ja? Und wenn Sie, ja, wir haben Ihre Daten bekommen. Ihre Name, Ihre Nachname, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Nummer, ja? Ja. Deswegen, Ihre Zeit auf dem Finanzmarkt ist kostbar und wir haben limitierte Plätze, ja? Ja. Deswegen, Sie sollen diese Entscheidung, ja, schneller treffen, ja? Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie mich danach und ich werde Sie antworten, ja? Ja. Herr Steiner, ja. Sie werden bei uns nicht allein sein, wenn Sie Angst haben, ja, weil Sie ohne Erfahrung sind. Das ist gar kein Problem, ja, für Sie, weil Sie werden bei uns nicht allein sein. Alles wird für Sie gemacht, Expert. Und Robotersystem, ja? Automatisches Handelssystem. Und Expert wird für Sie neue Positionen öffnen und damit können Sie bessere Ergebnisse in diesem Bereich bekommen. Das ist gut, ich bin nicht gerne allein. Bitte? Ich sagte, das ist gut, ich bin nicht gerne allein. Okay, Herr Steiner, ja. Sagen Sie mir bitte, was ist Ihre gewünschte Summe, wenn Sie möchten bei uns nicht Konto aktivieren, ja, wir sollen diese Gespräch schnell beenden. Schnell beenden? Ja, okay, ja, sagen Sie mir bitte. Warum müssen wir das haben schnell Sie beenden? Haben Sie Interesse, Handelsprozesse als an der Börse anzufangen? Natürlich. Ja, und sagen Sie mir bitte, was ist Ihre gewünschte Summe? Und ich würde... Ich würde sagen, was würden Sie denn nehmen? Bitte? Was würden Sie denn nehmen? Okay, Herr Steiner, ich habe Sie schon gesagt, ja? Für Kontoaktivierung brauchen Sie mindestens Staatskapital, bei uns ist 250 Euro. Das ist die Regulation der Börse, ja? Aber wir haben zweite und dritte Kontotypen, ja? Ja. Ja, wenn Sie bei uns Konto aktivieren möchten, ja, sagen Sie mir bitte, was ist Ihre Summe? Womit möchten Sie Ihre Transaktion aktivieren? Welche ist denn die beste? Bitte? Welche Summe ist denn die beste? Welche Kontotype ist beste? Ja. Natürlich, wenn Sie mehr investieren, desto mehr profitieren, Herr Steiner, ja? Okay. Aber... Zum ersten Mal, ja, Sie sind total Anfänger in diesem Bereich und sind Sie total neuer, ja? Deswegen am Anfang, ich empfehle Ihnen nicht mindestens Staatskapital beginnen, ja? Okay. Okay. Und dann können Sie ja alles, ja, selber nachschauen, wie es läuft, wie es funktioniert und können Sie diesen Bereich gut lernen, ja? Und dann zum Beispiel in Zukunft, wenn Sie möchten, mehr investieren, ja? Zum Beispiel. Darüber können Sie mit Ihrem eigenen Finanzberater sprechen. Okay. Alles klar? Ja. Okay. Und bitte, haben Sie schon entschieden, was ist Ihre gewünschte Summe? Ja, ich mache so, wie Sie das sagen. Bitte? Ich mache so, wie Sie das sagen. Herr Steiner, sind Sie seriös, oder? Natürlich. Und Sie? Okay, Herr Steiner, okay, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Warum? Und ja, alles Erfolg in diesem Aber Sie, ich wollte doch Geld Herr Steiner, bei Ihnen Sie haben gar keine Interesse, ja? Doch. Sind Sie unseriös? Ich nicht, sag doch, Sie sollen das machen, weil Sie wollen mich doch beraten. Okay, Herr Steiner, wenn Sie mochten, sagen Sie mir bitte dann. Ja, ich mochte. Was machen Sie denn? Na, so wie am besten ist, mache ich das. Und dieser soll mich doch beraten. Können Sie bitte ein lauter sprechen? Ich kann nicht gut hören, was Sie sagen. Oh. Ich sage, Sie beraten doch. Dann machen wir so, wie Sie das sagen. Ja. Sie bekommen persönlicher Finanzberater, nachdem Sie Ihr Konto aktivieren. Ja, das ist schön. Ja. Und können Sie mit Ihrem eigenen Finanzberater Handelsprozess anfangen? Ja, gut. Dann machen ja. wir das so. Okay. Aber zuerst, Sie sollen Ihre Konto aktivieren. Ja.
Ihre Handelskonto. Okay. Und was ist Ihre gewünschte Summe? Na, die, die Sie am besten finden. Was finden Sie am besten? Sagen Sie mir bitte Ziffer. Das ist 250 Euro, 500 und 1000, Herr Steiner. Was wäre denn da am besten? Ich empfehle Ihnen mit Mindeststaatskapital beginnen. Dann machen weil wir das Sie so. Ohne Erfahrung sind. Ja. Bitte? Ja, dann machen wir das so. Mit 250 Euro. Mhm. Richtig? Ja. Okay, Herr Steiner, sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsmethoden benutzen Sie? Visa oder Mastercard oder benutzen Sie Online-Banking? Das habe ich alles. Okay. Welche möchten Sie benutzen? Visa, Mastercard oder was ist denn da am besten? Herr Steiner, Sie können mit Kreditkarte und mit Ihrem Online-Bank, ja? Ja. Ihre Transaktion bestätigen. Wenn Sie möchten, mit Ihrem Online-Bank, ja, ich werde Sie per E-Mail einmalige Zahlungsmethode schicken. Okay. Okay. Ich überprüfe Ihre E-Mail-Adresse. Ja. Ihre E-Mail-Adresse ist lutzruebel@verbraucherbeste.com, richtig? Ja. Okay. Sitzen Sie jetzt am Computer, Herr Steiner? Nein. Können Sie das sitzen oder benutzen Sie Handy? Ich kann am Computer gehen, ja. Ja, bitte. Und schalten Sie bitte Ihren Computer ein. Moment. Dann mache ich das. So, Sie haben mal gesagt, dass Sie benutzen Online-Bank, ja? Und wo haben Sie Konto, Herr Steiner? Was ist Ihre Hausbank? Ich habe zu Hause keine Bank. Nein, zu Hause nicht keine Bank. Was ist Ihre Hausbank? Wo haben Sie ein Konto? Ein Konto? Sie benutzen Online-Bank, aber welche Bank ist das? Das ist keine Online-Bank. Das ist eine ganz normale Bank. Herr Steiner, Sie haben mir gesagt, dass Sie benutzen Online-Bank, ja? Nein. Und Kreditkarte. Welche Kreditkarte benutzen Sie in diesem Fall? Da habe ich mehrere. Bitte? Da habe ich mehrere. Okay, Visa oder Mastercard? Die habe ich auch beide. Okay, Herr Steiner. Ja? Womit möchten Sie Ihre Transaktion bestätigen? Auf Ihrem Visa oder Kreditkarte haben Sie 250 Euro. Was ist denn da am besten? Okay, tschüss. Ich dachte, Sie beraten. Hallo? Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Lausenberger Robert? Ja. Lausebengel. Mein Name ist Martha Rich. Bitte? Herr Lausebengel. Lausebengel, Robert, ja. Ja. Lausebengel, mein Name ist Martha Rich und ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung für das Onlinehandel. Oh ja, okay. Sie haben gestern auf unserer Werbung registriert, deswegen rufe ich Sie an, Herr Lausenbecker. Ja, Lausebengel. Ja, Herr Lausebengel. Okay, Bengel, Lausebengel. Ja. Okay. Herr Lausebengel, sagen Sie mir bitte, haben Sie schon irgendwelche Erfahrung in diesem Bereich oder das ist ganz neu für Sie? Nee, da habe ich noch ja keine Erfahrung. Bitte? Da habe ich noch ja keine Erfahrung. Erfahrung mit Kryptowährung, mit Bitcoin? Nee. Hab ja, okay. Nicht. Okay, Herr Lausenbengel, das ist gar kein Problem. Ich bin Ihre Kontoberaterin, ja? Und meine Aufgabe ist es, Ihnen dabei helfen, Ihre Handelskonto richtig zu aktivieren, okay? Oh, das ist aber schön. Bitte? Das ist aber schön. Okay, Herr Lausenbengel, ja? Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon entschieden, womit möchten Sie bei uns Ihre Konto aktivieren? Vielleicht wissen Sie das, ja? Wir haben drei verschiedene Kontotypen. Erste ist 250 Euro, zweite ist 500 und dritte ist 1000 Euro. Herr Lausenbengel, mhm. Sie bekommen von unserer Seite, bitte? Nicht Bengel, Lausenbengel. Lausenbengel. Ja, Lausenbengel. Ja,
Sie bekommen von unserer Seite ein automatisches Handelssystem, ja? Roboter-System. Und das bedeutet, dass Sie bei uns nicht allein handeln werden, sondern dieses System handelt für Sie, ja? Kauf und Verkauf eigenständig. Und sobald Sie Ihr Konto aktivieren, Sie werden zu Ihrem eigenen Finanzberater zuzuweisen, ja? Obwohl alles automatisch läuft, am Anfang Expert wird für Sie alles einrichten und mal erklären, wie es läuft und wie es funktioniert, ja? Und helfen und zeigen Ihnen, wie Sie Gewinne erzielen können, ja? So. Und dieser Berater hat lange Jahre Erfahrung in diesem Bereich und weiß ganz genau, was passt jetzt auf dem Finanzmarkt. Und diese Person wird für Sie Geldmanagement-Strategie erstellt, ja? Und damit können Sie beste Ergebnisse bekommen, ja? So. In diesem Bereich. Ja, Lausenbecker. Mit Lausenbecker. So. Mit 250 Euro, ja? Also mit mindestens Staatskasse, weil es ist 250 Euro, ja? Wenn Sie in diesem Bereich ohne Erfahrung sind, ja, am Anfang, ich empfehle Ihnen mit mindestens Staatskapital beginnen. Aber natürlich, ja, das ist Ihre das ist Ihre Entscheidung, ja, womit möchten Sie Ihre Transaktion aktivieren. Jo. Mit 250 Euro können Sie monatliche Profit bekommen von 10-20%, ja? Jo. Ja. Ja. Und unser Interesse ist, dass Sie so viel Geld wie möglich verdienen, denn wir werden aus Ihren Gewinnen bezahlt, ja? Wir bekommen von 2-3% von Ihrem Gewinn. Okay. Deswegen, das ist unser gemeinsames Interesse, ja? Ja. Sie profitieren und wir profitieren auch. Okay. Okay, Herr Lausenbengel. Ja. Lausenbengel, haben Sie mir gesagt, was ist Ihre gewünschte Summe? Womit möchten Sie Ihre Transaktion aktivieren? Wenn Sie bei uns Konto aktivieren, ja, Sie werden dieses Geld auf Ihrem Handelskonto bekommen, ja? Ja. Und können Sie sofort Handelsprozess anfangen, ja? Nach der Kontoaktivierung, ich werde Sie per E-Mail Zugangsdaten schicken, ja? Unsere Website-Link, Benutzername und Passwort, ja? Wo können Sie Ihr Geld finden, ja? Das ist wieder Ihr eigenes Geld und Sie haben Kontrolle über Ihr Geld. Ja. Okay. Ja, Lausenbengel. Sagen Sie mir bitte, was ist Ihre gewünschte Summe? Womit möchten Sie Ihre Transaktion aktivieren? Da nehme ich 250 Mark. 250 Euro? Ja. Okay. Herr Lausenbengel, sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsmethoden benutzen Sie? Wieder Visa oder Mastercard benutzen Sie? Kreditkarte oder Onlinebank nur? Da habe ich eine Plastikkarte. Bitte? Da habe ich eine Plastikkarte. Mastercard, hier haben Sie. Okay. Sitzen Sie jetzt am Computer, Herr Lausenbengel? Nein. Okay. Benutzen Sie Handy? Sie meinen das Telekommunikationsendgerät. Bitte schön. Können Sie nicht am Computer sitzen? Ja. Okay, bitte. Okay. Soll ich jetzt den Computer anmachen? Bitte schon? Soll ich jetzt den Computer einschalten? Okay. Sie haben zu Hause Computer, ja? Sowas besitze ich, ja. Ja. Okay. Schalten Sie bitte Ihren Computer ein und ich werde per E-Mail ja. Zahlungsmethode, einmalige Zahlungsmethode schicken, womit können Sie Ihre Transaktion aktivieren, ja? Jetzt kriege ich eine E-Mail. Ja, Ihre E-Mail-Adresse ist roberts.lausenbengel@gmx.net. Ja. Okay. Sie möchten Ihre Transaktion mit Mastercard aktivieren, richtig? Ja. Okay. Ja, Lausenbengel. Ich werde Sie gerade per E-Mail einmalige Zahlungsmethode schicken, okay? Prima, ja. Okay. Schalten Sie bitte Ihren Computer ein. Ja, hab ich gemacht. Es fährt jetzt so das Ding. Okay. Moment. Ja. Ganz kurz. Herr Lausenbengel, was ist Ihr Ziel, Ihre Motivation? Warum haben Sie sich bei uns registriert? Damit ich Kohle mache. Bitte? Damit ich Kohle mache. Was bedeutet das? Na, Geld. Moment. Kontrolle. Ja, nehmen Sie sich ruhig Zeit. Jeder fängt mal an. Okay, ich werde Sie per E-Mail Zahlungsmethode schicken. Ganz kurz. Ja. Ich kann warten. Okay, ganz kurz. Mhm.
Okay, ich habe sie schon geschickt. Ja. Aktualisieren bitte Ihre E-Mail-Adresse und sagen Sie mir bitte, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm. Moment, ich guck mal rein. Okay. So, jetzt bin ich hier eingeloggt. Da aktualisieren wir mal den Krempel. Ja, Lausenbergen, Ihre E-Mail-Adresse ist falsch, vielleicht? Nee. Robert.lausebengel@gmx.net. Ja, genau, so sieht's aus. Bitte? So sieht's aus. Okay, diktieren Sie mir bitte. Na, ist doch richtig doch so, wie Sie das gesagt haben. Ich hab Sie schon E-Mail geschickt, aber es wurde nicht gesendet. Na, den ist doch kaputt, wenn das von mir gesendet wird. Okay, ich buchstabiere, ob es richtig ist, okay? R wie Rudolf. Ja. O wie Otto. Ja. B wie Bertha. Ja. E wie Emil. Ja. L wie Rudolf. Ja. T wie Theodor. Ja. Punkt. Ja. L wie Ludwig. Ja. A wie Anton. Ja. O wie Ulrich. Ja. S wie Siegfried. Ja. E wie Emil. Ja. B wie Bertha. Ja. E wie Emil. Ja. N wie Nordfall. Ja. G wie Gustav. Ja. E wie Emil. Ja. L wie Ludwig. Ja. At. Ja. gmx.net. Ja. Mit alle kleinen Buchstaben, oder? Ja, genau, so wie es doch steht. Aber leider es ist nicht Ihre richtige E-Mail-Adresse. Natürlich, das ist meine richtige E-Mail-Adresse. Wenn nicht, dann können wir ja Ihre E-Mail-Adresse von der Rosi nehmen. Weil ich habe hier noch so einen Schlüpfer verkauft. Da können wir hier die geschäftliche Adresse nehmen. Hier erlauben Bengel. Unter dieser Nummer benutzen Sie WhatsApp? Nee. Okay, benutzen keine WhatsApp? Doch, schön, ja. Aber das haben wir gerade gesagt, dass Sie keine WhatsApp benutzen. Doch, Sie haben mich ja gefragt, nicht ob ich WhatsApp benutze. Sie haben gefragt, ob ich WhatsApp unter dieser Nummer hier benutze. Und da habe ich gesagt, ja, lausen Belgel, ja. Und per WhatsApp, ich werde Sie Zahlungsmethode schicken, ja. Ihre E-Mail-Adresse funktioniert nicht, ja. Deswegen, ich werde Sie andere E-Mail, unter dieser Nummer, ja, unter dieser Nummer benutzen Sie WhatsApp. Und ich werde Sie Zahlungsmethode per WhatsApp schicken. Das ist gar kein Problem. Ja, ich habe unter der Nummer kein WhatsApp. Bitte? Ich habe unter der Nummer kein WhatsApp. Okay, Moment. Der Telefonakku ist gleich alle. Okay. Ja. Wenn Sie benutzen WhatsApp, ja? Schreiben Sie bitte Ihre Nummer, ja? Unter dieser Nummer benutzen Sie keine WhatsApp, richtig? Haben Sie alternative Nummer? Was ist denn für eine alternative Nummer? Bitte? Was ist denn für eine alternative Nummer? Herr Lausenbengel, ja? Ja. Ich habe versucht, per E-Mail unsere Zahlungsmethode zu schicken, ja? Aber Ihre E-Mail-Adresse war falsch, ja? Es wurde nicht gesendet. Aber Sie haben doch die Nummer richtig vorgelesen. Okay. Herr Lausenbengel. Okay. Diktieren Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse, okay? Na, aber das haben Sie doch gerade gemacht. Sie haben doch gestimmt. Aber das ist falsch, okay. Ich überprüfe, ja, von Ihrer Seite. Ja. Und diktieren Sie mir bitte das. Weiß nicht. Aber buchstabieren Sie bitte. Was soll ich denn jetzt buchstabieren? Ja, Ihre E-Mail-Adresse. Auf meine E-Mail-Adresse.
Wollen Sie aber die geschäftliche haben? Hallo? 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 Ja, wollen Sie doch die geschäftliche E-Mail-Adresse haben oder die private? Okay, private oder geschäftliche? Welches benutzen Sie am meisten? Ja, egal. Ja, meistens nehme ich die vom Büro, sie mit dem Schlipperverkauf. Okay, okay, und diktieren Sie mir bitte. Also soll ich die lange E-Mail-Adresse jetzt sagen, ja? Ist lange E-Mail-Adresse? Ja. Sehr lang. Okay. Okay, diktieren Sie mir Adresse daran. Also doch nicht die lange. Okay. Nicht lange. Ja, also nehmen wir die Kurzfassung, ja? Dann nehme ich jetzt die private. Ja? Also, solche Buchstaben oder solche im Ganzen sagen? Hier Lausenbengel. Lausenbengel, ja. Ich höre Sie nicht mehr. WhatsApp. Schreiben Sie mir bitte Ihre WhatsApp-Nummer und ich werde Sie per E-Mail. Na, ich dachte, ich soll Ihnen die E-Mail-Adresse geben. Oder per WhatsApp schreiben. Nö. Ich habe wirklich E-Mail geschickt, aber Ihre E-Mail funktioniert nicht. Es wurde nicht gesendet, ja. Na, soll ich Ihnen jetzt nur meine E-Mail-Adresse sagen oder nicht? Okay, sagen Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse. Ja. Möchten Sie aber die Buchstaben einzeln haben oder möchten Sie das als Ganzen hören? Mit Buchstaben, bitte. Okay, dann fangen wir jetzt an, ja? Okay. Also, ein R. Bitte? Ein R. Wie Emil? Nein, ein R. R wie Rudolf? Ja. Dann kommt ein Ö. O wie Otto? Ja. Dann kommt ein S. Ein S. F wie Fahrrad? Nein, ein S. F. Nein, ein S. L. F. Nee, L. Ein S wie Sumsum. Bitte? Ein S. Wie? Na, ein S. Ja, ich hab F geschrieben. Ein S. Nicht F. S. Soll ich die E-Mail-Adresse vielleicht lieber als Janse sagen? Okay, dann, okay, ich habe sie schon geschrieben. R wie Rudolf? Ja. O wie Otto? Ja. F wie... F? Nee. Ein S. L. Haben wir's, du? Haben Sie den Buchstaben jetzt gefunden? Ich hab das nicht verstanden. Ja, das merk ich. Also, ich sag mal die E-Mail-Adresse als Janset, ja? Okay, ich diktiere meine E-Mail-Adresse. Es ist, Nee, ich sage Ihnen meine E-Mail-Adresse jetzt. Okay, sagen Sie mir bitte. Ja, das ist rosis-schlüpperverkauf@md-frostschutz-wein-verkoster.co. Ich gehe es mir bitte das. Na, also jetzt doch wohl einzeln, mit Buchstaben. Mit Buchstaben, ja. Ja, fangen wir nochmal von vorne an, ja? Also als erstes ein R. Okay. Jo, dann kommt ein Ö. O wie Ulrich? Nee, ein O. O wie Otto? Ja, dann kommt ein S. S wie? Na, ein S wie Sumsum. Was? Ich hab das nicht verstanden. Na, ein L. Wie Saftschubse. Oder Schmodderbacke. Dann kommt ein I. Dann kommt noch ein L. Dann okay, ein Bindestrich und noch ein S. Dann kommt ein C. Herr Lausenbengel. Dann kommt ein H. Herr
dann kommt dein L. Moment. Sind Sie seriös, oder? Junge, Sie wollen doch meine E-Mail-Adresse haben. Aber ich habe nicht das verstanden, was Sie sagen. Herr Lausenbänger. Dann sagen, müssen Sie richtig bitte, hinhören. Wenn Sie benutzen, sagen Sie mir bitte, wenn Sie benutzen, WhatsApp, ich will per WhatsApp schreiben. Na, das habe ich Ihnen doch nur schon gesagt. Schieb Ihnen meine WhatsApp-Nummer nicht, das ist mein Privathandy. Ja, Robert. Ja? Lausenbänger. Ja, Herr Lausenbänger. Schreiben Sie mir, sagen Sie mir bitte Ihre WhatsApp-Nummer und ich werde Sie per WhatsApp schreiben. Nein, das habe ich Ihnen doch gerade eben gesagt. Das ist mir einfach damit. Ja, in diesem Fall sollen wir diese Gespräche finden, ja? Vielleicht sind Sie unseriös, oder? Nee, ich glaube, dass Sie Betrüger sind. Weil Sie ringen ja nicht auf der Kirche. Das war's dann auch leider mit der Kakerlakenparty von heute. Wer möchte, findet auf dem Kanal hier unter der Playlist Hörspiele noch viele weitere von diesen Kakerlakenpartys. Aber auch jede Menge andere einzelne Anrufe und jede Menge Infovideos. Lasst gern noch einen Daumen da. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal.